begrüße Sie ganz herzlich hier zum ersten Tagesanzeigerforum Digital Security im Unternehmen. Unsere Daten sind offensichtlich Gold wert. Die Unternehmen reißen sich darum, versprechen uns die tollsten Dienste, wenn wir sie berücksichtigen. Und über die Risiken und Nebenwirkungen erfahren wir dann allenfalls, wenn überhaupt, im Kleingedruckten. Und die größte Lüge im Netz ist bekanntlich: Ja, ich habe die Nutzervereinbarung oder die Datenschutzerklärung gelesen. Sicherheit ist eh eine Illusion, das wissen wir alle, in Perfektion nicht anzutreffen. IT-Sicherheit ist allerdings sowas wie eine doppelte Illusion, weil das ist alles auch noch virtuell. Das heißt, bloß weil Ihre Systeme Ihnen den Eindruck vermitteln, Sie hätten sie unter Kontrolle, das heißt gar nichts. Das ist alles nur die Frage, was da wirklich drin passiert. Und wie weit Sie da reingucken, das ist dann immer im Einzelfall zu bewerten. Am Ende werden Sie Risiko- und Schadenseingrenzungsstrategien brauchen und hoffentlich dabei in einer offenen Art und Weise auch mal über die Dinge sprechen, die nicht funktionieren und die vielleicht als Lessons learned, als persönlicher oder sonstiger Lernfaktor in die Diskussion mit einfließen sollten. Wir haben auf der untersten Stufe die Script-Kiddies, oder? Die ab dem Internet gewisse Tools herunterladen und mal erste Versuche machen. Was können wir alles bewirken? Welche Systeme sind attackierbar, angreifbar? Bis auf der höchsten Stufe, das sind dann die staatlichen Akteure mit unendlich viel Geld, unendlich viel Know-how, die in der Lage sind, ganz spezifische Attacken und Angriffe zu fahren. Still, the overall awareness of like what's actually attacking us, like who is attacking us and how this will be still increase exponentially, I think also just simply looking at the amount of devices and the amount of connections that are out there and how it's increasing, I think we still as a society don't have this awareness yet. The problem is that organizations are too slow to keep up with cyber attackers. It takes 146 days for an organization to detect a cyber attack, according to Mandiant. And you all know that it takes 12 to 24 months before an organization, an enterprise, purchases a cybersecurity solution. Now, on the other hand, it takes 30 minutes for a professional hacker to take over your CEO's computer. And it also takes any time from hours to days for a cyber criminal to sell stolen credit card and email information on the darknet. Gerade so dieser Kulturaspekt fand ich sehr spannend beim Podiumsgespräch heute Morgen, dass man eben nicht eine Lösung haben kann, die für alle passt, sondern dass man die Unternehmenskultur verstehen muss und dass da technisches Verständnis dazu gehört, aber wichtiger fast noch so das psychologische Feingefühl wichtig ist, dass man seine Mitarbeiter abholt, dass die am Schluss verstehen, worauf es ankommt und sich entsprechend verhalten. Ja, ich fand es sehr spannend, die Diskussion, Interaktion und auch, dass es energiegeladen war. Denke ich, jeder hat sehr gutes Verständnis von der Security-Problematik heute. Und jetzt zu verstehen, was sind Dinge, die wir tun können, um das zu verbessern und zu optimieren, das finde ich sehr spannend. Solange ein System irgendwie Verbindung zum Internet hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gezielter Angriff erfolgreich ist, recht hoch. Und darum denke ich, dass wir umdenken müssen, falls nicht schon erfolgt. Und Statement ist, Frage ist nicht mehr, wann wir Opfer eines Cyberangriffs werden, sondern wann wir merken, dass wir Opfer wurden. Also bereitet euch vor. Heute Morgen wurde auch mal gesagt, man gewöhnt sich daran, dass Hackerangriffe normal sind. Natürlich bei den anderen, nicht bei einem selber. Aber als Firma bereitet euch vor auf solche Angriffe, wie ihr euch auf andere Dinge vorbereitet. Sie können das tollste Schloss vorne haben. Wenn hinten der Lieferanteneingang offen steht, dann kommen die Leute rein und das ist bei der IT nicht anders. Das Problem, das wir sehen, ist der Mensch. Und das habe ich vorhin auch versucht, noch während der Diskussion mit Reto auch dann noch mit einzubringen, dass wir versuchen, ein gewisses Awareness zu schaffen für diese gesamten Thematiken dort. Das heißt, dass wir
dem Mitarbeiter versuchen zu adressieren, gesamtheitlich, nicht nur in der Firmenseite her, sondern in der privaten Seite auch. Imagine a system that could do this, understand, that could reason and that could learn. 10 years ago, we thought, you know, state of the art is to build walls, perimeter defense, firewall, etc., etc. That was a good practice at this time. In the last 10 years, we have, you know, put a layer above it, which we call intelligence. So intelligence is about bringing all information that you have about security and data crunch that, analyze that, and instead of having, 2 million security incidents last week, you have 7 top incident that you have to investigate. Ich denke, es war sehr intensiv, es war sehr vielschichtig und breit aufgestellt und das denke ich, das war auch das Spannende im Ganzen drin, dass man die sämtlichen Facetten eigentlich sehen konnte. War sehr interessant, war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, auch so vom Ort hier, das ist sehr schön, auch das Ambiente und auch vom Teilnehmerkreis, auch die Vorträge waren super und auch das Podium fand ich sehr interessant. Also es hat in Summe war es ein super Paket für mich.